Okay, haben Sie da schon mal mit Ihren Hamburger Kollegen drüber gesprochen? Also eine der ersten Amtshandlungen der grünen Senatorin war ja, dass das Kohlekraftwerk Moorburg oder Moorbrück genehmigt worden ist, obwohl man doch vorher dagegen Wahlkampf gemacht hat und gegen Kohle von Beust geschossen hat, mit dem man dann nachher selber im Koalitionsbett gelandet ist. Naja gut, also Hamburg ist jetzt natürlich nicht meine Baustelle in erster Linie. Also nichts ist mir entfernter als Hamburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, Hamburg ist die einzige Großstadt in Deutschland, in der ich noch nie gewesen bin. Wobei da ganz klar zu zwei Dinge zu sagen sind. Also erstens mal gab es in Hamburg überhaupt keine andere Möglichkeit für eine Regierungskoalition. Außerdem finde ich, dass Hamburger Ergebnis des Koalitionsvertrages, ob ich das selbst so gemacht hätte, spielt keine Rolle, weil ich da nicht gefragt worden wäre. Finde ich ganz okay. Und zu Moorburg ist zu sagen, dass meines Erachtens, und ich habe mich ja ein bisschen mit Jura in meinem Leben beschäftigt, Recht und Gesetz gar keine andere Möglichkeit gelassen hätten, als Moorburg zu genehmigen. Deshalb war es vielleicht etwas voreilig, im Vorfeld irgendetwas anderes zu behaupten. Was ich viel schlimmer finde als Hamburg, und das will ich auch ganz deutlich sagen, ist die Koalition im Saarland. Da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen, Ja, aber. die Koalition im Saarland ist eine Koalition, die so gemacht worden ist, obwohl es sehr viel bessere Alternativen gab. Es gab die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der SPD und der Linkspartei dort mit sehr viel besseren Ergebnissen, wenn ich mir den Koalitionsvertrag angucke, dieser Jamaika-Koalition da im Saarland, dann muss ich feststellen, da ist in der Ökologiepolitik da ein bisschen was erreicht worden, zumindest auf dem Papier. Ob es umgesetzt wird, wird man sehen. Es ist etwas erreicht worden in der Bildungspolitik, was auch noch umgesetzt werden muss, aber in der Sozialpolitik ist da eine absolute Leerstelle. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, uns in jede Detaildebatte in anderen Bundesländern einzumischen, aber es ist schon so, dass dann, wenn eine Koalition wie jetzt im Saarland droht, Schaden anzurichten bundesweit, dass es dann durchaus unsere Aufgabe als Politiker innerhalb der Grünen, auch aus anderen Bundesländern, ist, da Stellung zu beziehen. Nichtsdestotrotz gibt es diese Koalition im Saarland jetzt und ich wünsche allen Saarländerinnen und Saarländern, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, gut sind. Denn Schadenfreude ist nicht die schönste Freude. Wie stehen Sie denn zu möglichen Ampelkoalitionen, wenn man bedenkt, im Landschaftsverband Westfalen-Lippe, da gibt es eine Ampelkoalition und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe müsste eigentlich größer sein als das gesamte Saarland, wenn ich mir das so auf der Landkarte So ist angucke. das auf jeden Fall, ja. Und dort klappt es ja anscheinend auch mit der FDP. Ja, das ist auch gar nicht gesagt, dass es mit der FDP nie klappen kann. Das hängt von den Akteuren an, die eine Rolle spielen. Und zumindest einen Akteur habe ich mal persönlich kennengelernt auf einer Kirchentagung. Und das war sehr okay, was ich da gehört habe. Und das, was ich von den Kolleginnen und Kollegen aus dieser Koalition höre, und das sind durchaus keine Rechtsausleger bei uns aus der Partei, aus den Grünen, sondern das sind ganz klar Leute mit einem linken Profil, die sagen, das ist okay. Aber ich kann auch ganz klar sagen, dass das bei uns auf Landesebene im Landtag NRW mit den Akteuren da nicht funktionieren würde, weil die FDP-Akteure, die da eine Rolle spielen, und es kommt in der Politik an auf Akteure, sind, das muss man leider so sagen, zum Großteil asozial in dem Politikverhalten, das sie an den Tag legen. Deshalb kann ich mir das im NRW-Landtag überhaupt nicht vorstellen. Es sei denn, es gäbe da einen katharsischen Prozess und die FDP käme absolut zur Einsicht, dann ist alles andere auch denkbar. Kommen wir jetzt mal wieder mehr ins Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet waren ja die Kommunalwahlen wie in ganz Nordrhein-Westfalen Ende August 2009 und die Grünen sind ja verschiedene Koalitionen eingegangen. Aber es waren jetzt nicht mehr so viele rot-grüne Koalitionen, wie es vielleicht in der Vergangenheit schon mal waren oder wie man es auch eigentlich erahnt hätte. Woran liegt das? Naja gut, also erstmal braucht man ja arithmetische Mehrheiten, um Koalitionen zu bilden. Und wenn es die gibt, dann kommt es immer noch darauf an, ob es auch zwischenmenschlich klappt und ob es in den Inhalten klappt. Und
Es ist ja sehr unterschiedlich, was jetzt genau geschehen ist in den Ruhrgebietskommunen. Das kann man ja nicht über einen Leisten scheren. Ich glaube, hier in Dortmund haben wir eine ganz andere Situation, als wir sie zum Beispiel in Teilen des Kreises Recklinghausen haben, als wir sie zum Beispiel in Witten haben. Da klappt es auf der zwischenmenschlichen Ebene, hier klappt es auf der zwischenmenschlichen Ebene in Dortmund leider überhaupt nicht, weil die SPD ihre Nase sehr weit oben getragen hat und weil sie auch teilweise Dinge, die man hätte besser vor der Wahl sagen sollen, nicht gesagt hat. Das Ergebnis ist bekannt. Ich bin mir allerdings bei allen Koalitionen, die hier geschlossen worden sind und auch bei der Koalition, die wir im RVR ja mit der SPD geschlossen haben, im Regionalverband Ruhr, ziemlich sicher, dass da gute Inhalte bei rauskommen werden. Und darauf kommt es an. Überall ist auch auf die sozialpolitische Komponente geachtet worden. Man muss das alles allerdings unter der Einschränkung des Finanzierungsvorbehalts sehen. Die Landesregierung macht vieles kaputt, was man hier gut machen könnte. Okay, wir haben jetzt gerade kurz Dortmund schon angesprochen. Ist es denn nicht kontraproduktiv, wenn in Dortmund seitens der SPD ein Oberbürgermeisterkandidat antritt, der ja eigentlich schon gewählte Ulrich Sierau? Die Grünen stellen Mario Krüger erneut auf und CDU und FDP haben sich ja auf einen gemeinsam geeinigt, der ja zumindest den Umfragen nach Chancen hat. Da wird doch das eigene Lager ein bisschen zersplittert. Naja, also es gibt sehr viele Leute in Dortmund, ich kenne Dortmund sehr gut, die sagen, dass sie einen Kandidaten Ulrich Sierau nicht wählen würden, sondern dass sie ein eigenes grünes Angebot haben wollen. Das ist sehr lange auch diskutiert worden innerhalb der Partei. Mario Krüger ist sehr erfahren, der könnte diesen Job sehr gut machen. Und zu bedenken ist bei der ganzen Geschichte, dass hier in Dortmund ja viele Sachen vorgefallen sind, die wir in vielen anderen Kommunen wirklich überhaupt nicht gekannt haben. Und nicht zuletzt ist die Zusammenarbeit mit dem Fraktions- und mit dem Parteichef der Dortmunder SPD meines Erachtens so gut wie unmöglich. Das wird ja auch in der SPD intern sogar zugegeben. Es gibt ja viele junge Leute wie Marco Bülow, die sagen, wir brauchen da jetzt eine andere Generation, die Politik macht, die Dinge sich weniger voreingenommen anschaut, die das Ganze nicht vom hohen Ross herunter tut und die auch sieht, dass Dortmund eben nicht mehr die Herzkammer der Sozialdemokratie ist. Dass einfach bestimmte eingeübte Vorgehensweisen in der Politik so heute nicht mehr funktionieren.